Hi, mein Name ist Katrin und du bist auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet. Herzlich willkommen und zwar heute zu einem Whip and Chat. Whip, Work in Progress, also das Projekt, an dem ich gerade arbeite, das Diamond Painting, und Chat, ja, wir schwatzen ein bisschen miteinander. Ne? Heute ist Montag, da machen wir das, oder versuche ich das immer regelmäßig mit euch zu machen. Und genau, ich arbeite hier an einem Diamond Art Club Diamond Painting, nämlich Devouring a Good Book von Randall Spengler, der Künstler, einer meiner Lieblingskünstler, und es ist so cute. 56 mal 56 cm rund habe ich mit angefangen im Black Friday Live, in unserer Black Friday Selbsthilfegruppe am Freitag, Black Friday, Ende November. Und wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne angucken, aber braucht Zeit, es sind 10 Stunden. Ich bin heute irgendwie total, ich weiß nicht, durch und möchte ein bisschen langsamer painten, also kein Multiplacing machen. Darum habe ich Bock, hier mit dem Pretty Placer zu arbeiten. Black Sherry ist der Duft. Das ist so ein Wachsstift. Gibt es bei Etsy, einfach mal Pretty Placer eingeben oder bei Instagram. Ha, riechen gut, und um runde Steinchen zu setzen, ideal. Man muss nicht nachfüllen. Man kann natürlich nur einzeln setzen. Ne? Mehrfachsetzer ist da keiner drauf. Schiffchen, ganz normal von Diamond Art Club, das was dabei ist, und hier ein Coverminder, der ist auch von Diamond Art Club. Ich wollte eigentlich einen weihnachtlichen drauf machen, habe ich nur einen, habe ich gemerkt, und von Heidi von Craft and Ready, und das ist der hier. Ich finde ihn so toll, ich liebe ihn, und er ist mir runtergefallen, und da ist natürlich hinten der Magnet abgegangen, und dann habe ich versucht, gerade ihn wieder festzukleben, wollte dazu meinen Sekundenkleber rausholen, und mein Sekundenkleber hat sich aber entschlossen, sich an der Kappe, also an seiner eigenen Kappe festzukleben. Und dementsprechend brauche ich einen neuen Sekundenkleber, bevor ich das dann reparieren kann. Oder ich habe jetzt auch keine Lust, für einen Magneten meine Heißklebepistole rauszuholen. Dementsprechend, ja, heute ohne weihnachtlichen Coverminder. Ja, genau. Mehr gibt es hier gerade nicht zu sagen. Und wir fangen einfach mal an. Ich bin auch, also sagen wir es so, ich bin hier, weil wir eine Verabredung haben. Und weil wir letzte Woche schon haben ausfallen lassen. Und ich euch nicht hängen lassen möchte. So richtig Lust habe ich nämlich nicht auf den Open Chat heute, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch irgendwie auch nicht so wirklich Lust, dann zu pinnen, aber vielleicht kommt das jetzt. Ich bin ein bisschen gestresst. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen, die ich schon ewig vor mich hinschiebe. Und heute ist aber Montag und ich muss und möchte eben Videos für euch fertig machen. Für euch und mich. Ja, bin momentan schon sehr so reflektiert und versuche, also es passieren einfach Dinge, mit denen ich momentan arbeite, mental auch. Und ja, ich glaube im Moment einfach, dass ich da gerade nicht so, oder es nicht das Richtige für ein Video ist, oder ich keine Lust habe, schon wieder hier in die Richtung zu gehen heute. Ich weiß auch nicht. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durch den Wind. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Und am Ende des Tages wird es gut sein, dass ich es gefilmt habe. Und ich werde froh sein, dass ich hier mal kurz mein Gehirn umgeschaltet habe, sozusagen. Und dann weitermachen kann. Ich war heute Morgen seit langem endlich mal wieder beim Yoga, und sehr achtsames Yoga, vor allen Dingen heute. Waren wir da ja viel ruhig und nicht so sportliches Yoga, sondern wirklich achtsames Yoga. Und das war genau das, was ich heute eben auch ja, gebraucht habe. Und da bin ich sehr froh drum, dass ich da war. Und jetzt versuche ich gerade eben so ein bisschen im Flow zu bleiben. Und
Ja, wenn der Plan, so wie ich ihn habe oder hatte oder was auch immer, nicht klappt, einfach das nächste zu machen. Dann hatte ich noch, ach so, Wochenende. Wir können über das Wochenende reden. Ja. Am Samstag war ich auf einem Event, wo ich die Karten vor 3 Jahren gekauft habe. Ja, wir kennen das alle dieses Jahr, gell? Und zwar war es Eishockey und Wintergame in Köln. Das heißt, eins der Spiele eben reguläres Eishockeyspiel der Saison gegen Köln. Und das fand eben im Fußballstadion in Köln statt. Wintergame nennt sich das, ne? So ein bisschen Back to the Roots. Und da haben wir die Karten ja gesagt, vor Ewigkeiten. Der Termin wurde immer wieder verschoben. Und jetzt hat es dann tatsächlich wirklich stattgefunden und wir sind hochgefahren. Und das war echt ein Erlebnis in so einem Fußballstadion. Es war super kalt, aber ich war mega fett angezogen. Mega fett. Ich habe erstmal, nachdem wir angekommen sind mit dem Auto auf dem Parkplatz, gesagt: Jungs, entspannt euch, ich brauche einen Moment. Und habe mir mein Outdoor-Onesie, also Einteiler angezogen, so ein bisschen wie ein Tarn, grau-tarnfarben Schneeanzug. Damit gehe ich auch hier Gassi mit meinem Hund, weil es einfach super praktisch ist und warm. Und darüber dann Pulli und darüber dann das Trikot und dann meinen Schal, den meine Mutter mir damals gestrickt hat, als wir noch im Stadion, also im alten Eishockeystadion waren, was an den Seiten und hinten offen war, ne? Und man im Winter wirklich gefroren hat und zwei, drei Paar, also eine Hose und drei Paar dicke Leggings oder Skiunterwäsche drunter hatte. Ja, und auf der Fahrt hin habe ich diesen Schal noch gepflegt, weil da wohl irgendwie eine Zigarette dran gekommen ist und er sich an einer Stelle auflöste und das wollte ich nicht. Und das war schön und es war auch echt cool. Die Fahrt hin war ganz lustig. Wir waren zu viert im Auto. Und ja, ich war halt einfach den ganzen Tag raus, ne? Morgens losgefahren und sind nachts wieder zurückgekommen. Und das war schön. Das war schön. Jetzt im Nachhinein ist halt einfach rausgekommen, dass ich trotzdem, also dass es wohl Ereignisse nach dem Spiel gab und dass ich da Ultras, und ich nehme dieses Wort sehr ungern im Zusammenhang mit Eishockey in den Mund, verabredet haben. Unsere und welche von den Kölnern. Und das wirklich so mit Mundschutz und Schlagring, also schon wirklich geplant. Und es ist was ich, da komme ich einfach nicht drüber weg, weil das nicht zu dem Sport passt, von dem ich gerne Fan bin. Und ich bin Fan des Fanseins wegen. Ich liebe es. Ich liebe das Untereinander mit anderen Fans. Ich liebe es, Leute kennenzulernen, auch aus anderen Stadien, aus anderen Fanlagern, von anderen Vereinen. Wir sind alle Eishockey-Fans und genau das liebe ich. Mit anderen zu feiern. Im Stadion Fan zu sein, hinter einer Sache zu stehen. Und solche Sachen gab es früher nicht. Früher, ja? Früher. Ich komme jetzt alt vorne wie eine alte Frau, aber es regt mich auf. Es macht etwas kaputt, was ich liebe und wofür ich nicht stehen möchte. Genau deshalb bin ich kein Fußballfan. Genau deshalb gehe ich zum Eishockey und nicht zum Fußball. Und als Mannheimer Adler-Fan bin ich halt in einer Schublade mit den Mannheimer Adler-Fans, die sich da wie englische Fußball-Hooligans aufführen. Ich habe das noch nie verstanden, worum es da geht, aber für mich ist das inakzeptabel. Und wirft alle in ein schlechtes Licht und macht das, wie gesagt, das macht einfach das kaputt. Ich habe da noch tausend andere Worte zu und könnte stundenlang drüber sprechen und mich auch aufregen, vor allen Dingen. Möchte ich aber nicht. Möchte ich nicht. Es ist nur was, was mich beschäftigt, wo ich wirklich auch denke, okay, für so etwas möchte ich halt einfach nicht stehen und wo ich hinterfragen muss, ob das dann noch meins ist. Ich weiß, dass das nur eine ganz kleine Gruppe ist und ein ganz kleiner Teil, aber dass es die überhaupt gibt, das ist es, was mich, ja, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und die Frage ist, was man dagegen tun möchte. Und die Frage ist, ob diese Subjekte,
Stadionverbot bekommen bei uns, ob der Verein da was gegen tut. Weil das ist das Einzige, was hilft. Und ja. Ich weiß es nicht. Ja. Aber okay, gut. Anderes Thema. Anderes Thema. Ich habe hier noch, wir haben letztens drüber gesprochen und ich habe immer noch nichts hier, nämlich keine Weihnachtsdeko stehen. Nichts, es steht keine Weihnachtsdeko hier. Ich habe, doch, ich habe meinen alljährlichen Kranz, einen Strohkranz mit dem Weihnachtsmann an die Tür außen gehängt. Das war es aber dann schon wieder. Und mehr ist hier noch nicht passiert. Und ich habe jetzt mit mir abgemacht, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Und die Weihnachtsdeko einfach dann steht, wenn sie steht. Wie gesagt, weil eigentlich hatte ich es mir jetzt für gestern vorgenommen, Sonntag das zu machen. Und da kam aber jetzt, was ist denn jetzt hier los? Und dann kamen Dinge dazwischen. Wir haben auch einen Todesfall in der Familie und oder beziehungsweise in der Familie meines Freundes. Und daher war mir da gestern jetzt nicht so nach. Und dementsprechend ist das jetzt einfach so. Vielleicht fällt Weihnachten noch einfach aus. Ach, was weiß ich. Ich versuche da sehr gelassen zu sein dieses Jahr. Total. Also ich weiß, dass ich einen anderen Fokus haben muss. Und ja, den habe ich jetzt. Ich sage oft momentan, oder? Jetzt gerade im Moment fällt es mir auf. Also keine Weihnachtsdeko, nichts da steht. Bei mir immer noch nicht. Dann ist das halt einfach dieses Jahr so. Ich finde es auch gerade nicht schlimm. So, dass es halt einfach dann nicht so ist. Ja, ich hatte auch wieder gemerkt, dass ich mir ein bisschen zu viel vorgenommen habe. Und ein bisschen mit meinen Ansprüchen an mich selber runterfahren muss und einfach eine Sache nach der anderen machen muss. Das klappt aber gut. Das klappt gut. So. Nach diesem Eishockey-Event, nachdem ich dann, wir waren um gegen 12 hier, ich habe meinen Freund bei sich zu Hause rausgelassen und war dann noch bei Freunden, beziehungsweise die Nachbarin war mit beiden Hunden, mein Hund war bei der Nachbarin, während ich weg war, auf einer Feier, auf einer Geburtstagsfeier. Und da bin ich dann noch hin und irgendwie, keine Ahnung, bis 3 Uhr nachts versackt. Und hat meinen Hund da abgeholt. Und gerade eben haben wir erfahren, also mein Hund hat dann gestern nichts gefressen. Aber gestern Abend hat der Magen so geknurrt von dem Hund. Und hatte auch ein bisschen komischen Stuhlgang gehabt. Also hatte irgendwie Durchfall. Und dachte ich so, was ist denn los, Hund? Ja? Und gedacht, die hätten zu viel Leckerlis in den Hund reingestopft, was weiß ich. Und jetzt hat das Geburtstagskind vorhin die Nachbarin eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Ja, der Nachbarin, ihr Hund hätte eben den Torten, hätte einen Tortenboden aufgegessen. Also so einen fertigen, den man kaufen kann. Also das Geburtstagskind wollte nämlich einen Kuchen backen für die Arbeit und ja, eine Torte machen, fertig machen. Und dieser Boden war jetzt weg. Und dann hat sie die Reste gefunden von der zerfetzten Packung. Und da haben uns die Hunde vorhin mal vorgenommen und haben mal gefragt, ob sie uns was zu sagen hätten. Mein Hund macht sowas normalerweise nicht. Der hat sich das abgeguckt von der Lovely, von dem Nachbarshund. Ja, und der Lovely habe ich jetzt auch gesagt, dass sie ein schlechter Umgang ist für meinen Hund und dass das so nicht geht. So sieht's aus. Also unverschämt, unfassbar, unglaublich. Sydney hat jetzt erstmal Hausarrest. Also es geht doch nicht, da kannst du nicht. Ja, weil das ist die Erklärung dafür. Der hat nämlich gestern nichts gefressen und dann hat gestern Abend ihm seinen Magen so geknurrt, wirklich geknurrt und geblubbert. Und ich so, Hund, fress doch was, ja, dem wird schlecht gewesen sein. Dem wird kotzübel von diesem blöden Tortenboden gewesen sein. Ja, ne? Mein Hund weiß, dass er keine Dings. Muss mit dem Nachbarhund habe ich echt schon ein Wörtchen geredet. Lovely und ich, wir haben uns unterhalten vorhin. Unfassbar. Unglaublich. Oh, draußen wird es im Moment so kalt, echt kalt, uselig. Und ich habe so das Gefühl, es wird gar nicht richtig hell. Ich hoffe, dass das Licht einigermaßen geht hier gerade, weil ich habe einfach keine Chance hier. Ich habe keine Chance. Ich muss noch, ich wollte noch Boxings filmen. Aber es ist kein Licht da. Es ist kein Licht da.
ist unglaublich. Ich muss mir jetzt für den Winter wieder was einfallen lassen, wie ich das dann manage mit dem Licht. Ach so, ja, und die Nachbarin hat übrigens, stellt mir gerade immer jeden Morgen, gehe ich hoch zur Nachbarin, weil sie liebenswürdigerweise das Go gegeben hatte, dass ich Shorts filmen kann, vom Auspacken täglich vom Damit Art Club Adventskalender. Also wer sehen will, was da drin ist, jeden Tag gibt es ein Short zum Türchen. Zu verschiedenen Zeiten, weil immer darauf ankommt, die Nachbarin hat ja Schichtdienst, wie die Nachbarin war, da ist und Zeit hat. Und ja, aber guck da ruhig mal rein gerne. Ich versuche da gerade kleine süße Shorts zu machen. Ich bin da nicht besonders gut drin, aber ja, I try my best. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum ich kein TikTok mache. Ich bin da einfach nicht so gut drin. Aber man kann in allem besser werden. Mal schauen, mal sehen. Mich nervt's bei den Shorts, muss ich ehrlich gestehen. Bei Facebook, bei YouTube, dass du nur in 12 Sekunden Shorts Musik reinmachen kannst. In 60 Sekunden nicht. Ich weiß, dass man das irgendwie umgehen kann. Da habe ich aber gerade keine Lust, mich reinzufuchsen. Und auch keine Zeit. Und ich glaube, bei YouTube will das allgemein ändern. Mal schauen. Dann wäre das eine Sache, weil 12 Sekunden sind halt echt wenig. Das ist schwierig, finde ich. Das ist schwierig. Mal sehen, was da noch geht. Mal sehen, mal sehen. Dann bin ich am Plan für nächstes Jahr und ich bin da. Voll drin. Ja, also es ist. Ich habe so, so viele Ideen, so viel Zeit gibt es gar Ja, ich muss da ein bisschen die Waage kriegen. Deshalb habe ich jetzt auch so viele Sachen gemacht und so viele verschiedene Sachen auch, um zu sehen, worauf habe ich Lust, worauf habt ihr Lust. Weil es gibt tausend Dinge, die ich machen möchte, aber ich kann nicht alles auf einmal machen. Und da eine Waage zu finden, die für alle von uns toll ist. Ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. Es wird echt gut. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Und ich finde jetzt wieder der Dezember, das geht jetzt wieder gerade so, so fix. Morgen ist Nikolaus. Nikolausi. Morgen. Wart ihr eigentlich schon, wer war schon auf dem Weihnachtsmarkt? Mal Händchen in die Höhe, wer schon einen Glühwein geschnüffelt, gesüppelt hat auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war ja bisher nur auf Dorfweihnachtsmärkten. Jetzt am Samstag habe ich den bei uns verpasst, weil wegen ich in Köln war, ne? Ja, aber auf einem war ich schon, auf einem Dorfweihnachtsmarkt, bei meiner besten Freundin. Da war ich schon. Und sonst war ich aber auch noch nicht. Nö. Gestern hatte ich keine Muße, auf den anderen Weihnachtsmarkt hier im Nachbardorf zu gehen. Die sind dann immer nur einen Tag oder ein Wochenende. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Aber das ist ganz nett, aber, das böse Aber wieder. Ich habe bei dem Wetter, bei diesem nasskalten, tatsächlich überhaupt gar keine Lust rauszugehen. Ich meine, ich muss mit dem Hund klar, aber das zieht so in die Knochen, finde ich. Das zieht so in die Knochen. Und ich habe ja immer die ganze Zeit jetzt versucht, nicht so viel oder fast gar nicht zu heizen. Und nur wenn ich so lange am Schreibtisch saß, dann gedacht, ah, jetzt könnte ich mal ein bisschen die Heizung anmachen. Aber jetzt fängt es an, dass es in die Knochen zieht und aber auch in die, ja, sich so festsetzt, ne? Dass es dauert, bis du die Wohnung irgendwie aufgeheizt hast, weil es sich so ins Mauerwerk setzt, die Kälte. Macht das Sinn, wie ich das jetzt so gerade sage? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ihr merkt schon, das ist heute ein komischer Tag für einen Ribbon-Chat. Das ist so, ich bin so, oh, oh. Aber das ist dann einfach so heute. Ich glaube, ich hoffe, ich kann auch. Jetzt sage ich gehe heute früh ins Bett. Und nachher, wenn es dann soweit ist, bin ich quietschfidel und super fit.
Gefühlt ist auch gerade, apropos Fett, gefühlt ist gerade jeder krank. Gefühlt ist gerade jeder krank. Jeder hat irgendwie einen grippalen Infekt oder so. Das, weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob mir das einfach nur so vorkommt, aber irgendwie gefühlt jeder krank. Und ich bin momentan ein Tee-Junkie. Ich brauche gleich schon wieder einen Tee. Ich habe die ganze Zeit trockenen Mund, wahrscheinlich von der Heizungsluft. Und irgendwie auch so ein Kratzen im Hals. Also ich brauche irgendwie immer was Heißes momentan zum Trinken. Und gerade kann ich mit dem Pretty Plisser auch nicht umgehen. Ach, Leute, Leute, Leute. Uah. Dann machst du was mit. Wie gefällt euch eigentlich mein ganz kleiner Mini-Mini-Mini-Krimi-Adventskalender für euch? Habt ihr da Spaß dran? Also wer den noch nicht gesehen hat, es gibt jeden Tag so gegen 18 Uhr eine, ja, ein 3- bis 5-minütiges Video. Die meisten sind so 3 Minuten, 3, 4 Minuten. Nämlich ein Teil von einem, ja, Krimi-Adventskalender vorlese. Es ist so ein bisschen euer Vorlese-Adventskalender in 24 Teilen. Rauhnachtmord nennt er sich. Und ich habe Spaß. Es macht Spaß, es zu vertonen. Und wer da mal reinhören will, beim Painten jetzt, ich weiß, ja klar, kann man auch beim Painten. Vielleicht wartet der ein oder andere auch, bis es komplett ist, um es am Stück zu hören. Es gibt eine Playlist. Da könnt ihr euch die dann am Stück anhören. Oh. Ansonsten ist es so, ja, morgens beim Fertigmachen kann man das mal eben hören. Ich finde, das ist halt eben, ja, sowas muss kurz und knackig genießbar sein, sonst hält man es, sonst zieht man es halt konsequent nicht den ganzen Dezember durch. Das habe ich gemerkt bei den Rätsel-Adventskalendern, die ich sonst immer hatte. Dieses habe ich keinen. Ich habe ja immer so einen Exit-Adventskalender von Ravensburger sonst. Oder Kosmos? Kosmos. Kosmos ist der, glaube ich. Kosmos. Nicht Ravensburger, Kosmos. Dieses Jahr nicht. Und da habe ich immer gemerkt, dass es so die ersten 2 Wochen oder ersten anderthalb gut war. Ersten anderthalb bis 2 Wochen. Und dann, nee, die Hälfte, also so bis zum, warte mal. Bis zum 12. meistens. Und danach, die zweite Hälfte, da wird man dann nachlässig, weil sich dann einfach alles überschlägt und dann hält man das nicht durch. Auch bei meinen Buch-Adventskalendern, die ich so habe. Ich habe da drüben 2 liegen aus den letzten beiden Jahren, die ich einfach nicht zu Ende gelesen habe. Weil mir dann irgendwie die Luft ausgegangen ist in der Mitte von der Adventszeit. Und das ist mit vielen Sachen so, ne? Also das sieht man. Viel, dass das dann, weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass da dann einfach die Zeiten der Elan das weiter durchzuziehen nachlässt. Und ich dachte mir, was super kurz und knackiges kann man einfach in die Morgen- oder Abendroutine integrieren. Das war so die Idee dahinter. Mir hat es Spaß gemacht, das zu machen. Also, ein paar muss ich noch machen. Ich habe noch nicht alle aufgenommen. Und ich hoffe halt, dass es dem einen oder anderen von euch auch Spaß gemacht hat, das zu hören. Mir hat übrigens der Black Friday Livestream wahnsinnig Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass er mich wahnsinnig angestrengt hat. Also ich war danach mental echt durch. Das war für mich wahnsinnig anstrengend, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass es so anstrengend wäre für mich. Und da musste ich tatsächlich erst einmal
schnaufen. Und danke nochmal, wirklich, wirklich tausend Dank der lieben Anne, der Nachbarin, dass sie dabei war. Und alleine hätte ich es tatsächlich nicht durchziehen können. Das gehört aber auch zur Übung, neue Grenzen zu sehen und zu erkennen und nicht so drüber zu rauschen. Oh. Und das werde ich, muss ich momentan wieder Stück für Stück so lernen, dass es diese Grenzen gibt, dass sie, und dass sie anders ausfallen als früher. Genau. Wer den Livestream noch nicht gesehen hat, der kann das auch gerne nachholen. Wie gesagt, viel Zeit mitbringen. Aber es war, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es ist eine schöne Tradition. Und ich finde Livestreams halt super anstrengend, weil ich immer das Gefühl habe, super präsent sein zu müssen die ganze Zeit und mich auf alles konzentrieren zu müssen und bloß niemanden vergessen zu antworten und so dieses, diese Erwartungen vielleicht, die an mich gestellt werden, die vielleicht gar nicht da sind. Und das ist aber schwierig. Das ist auch ist mal ein Thema für einen anderen Stream oder für einen anderen Rip in Chat, für ein anderes Rip in Chat oder für einen anderen Tag oder was auch immer. Für irgendwas ist das gut. Irgendwann werden wir da mal in Ruhe noch drüber reden. Aber heute ist nicht dieser Tag. Heute ist definitiv nicht dieser Tag. Ich habe im Moment gerade, also ich werde jetzt auch, wenn morgen hoffentlich ein bisschen mehr Licht da ist, morgen früh bzw. übermorgen, morgen muss ich andere Sachen machen, noch den Monatsrückblick November zu filmen, weil es da nicht so viel Zurückblicken gibt. Und dann machen wir mal Bestandsaufnahme aktuell und schauen uns mal meine VIPs an. Und dann gucke ich mal, wie ich da den Rest, also wie ich damit verfahre. Und wieso der Dezember aussehen soll. Oh. Und dann so ein paar, ja, ein paar Videos in die Richtung, eben auch zu gucken, wie nächstes Jahr dann aussieht und mal zu gucken, was wir denn dieses Jahr hier auf die Beine gestellt haben. Also was hat der Kanal gemacht? Und das ist der Wahnsinn, was da gerade wieder passiert. Ich bin völlig von den Socken. Es ist unglaublich. Es ist tatsächlich unglaublich. Manchmal gucke ich auf letztens habe ich in meinen YouTube-Statistik geguckt und dachte so, was ist denn hier passiert? Zack. Ja, also so wirklich so. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren es noch 235, 2235, zack, 2260, sowas. Also es ist Wahnsinn, was da passiert. Und ich möchte euch mir mit euch angucken, so was habe ich denn dieses Jahr so gepainted. Mir selber mal angucken, also ich plane oder ich möchte für mich, teile ich gerne mit euch dann auch, mal einfach auch gucken, wie viele von diesen kleinen Plastiksteinchen ich denn auf hier Leinwände gesetzt habe. Das interessiert mich wahnsinnig. Und dann vielleicht auch mal zu gucken, okay, wie viel habe ich denn insgesamt, also einfach lustige Statistiken aufzustellen. Und vielleicht ein paar Charts, uns die zusammen anzugucken. Da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Ich hoffe, dass ich da die Zeit zu finde, das zu machen. So einen schönen großen Jahresrückblick. Ja, da habe ich also richtig Lust drauf. Ansonsten, was ist bei mir so los? Ja, wie gesagt, in diesem Monat versuche ich wirklich so ein bisschen back on track zu kommen. Also wieder in die Spur. Und ja, da kommen einfach Dinge hoch, auch im Moment, wo ich immer wieder ja, zurück in die Spur finden muss. Und das klappt mal gut und mal klappt es schlecht. Und ich finde aber auch, dass da ja, das ist, der Dezember ist da auch die Zeit für irgendwie.
Der Dezember ist ja die Zeit. Für dieses Jahr fällt mir übrigens auf, dass super viele, vielleicht ist das auch immer schon so gewesen und es fällt mir einfach dieses Jahr nur auf, dass super viele jetzt schon einen Weihnachtsbaum haben. Das habe ich aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ne? Dass mir das aufgefallen ist und euch gefragt, ob ihr jemand seid, der den Tannenbaum am Weihnachten erst aufstellt oder vorher schon. Ich glaube, das habe ich euch letztes Mal schon gefragt. Ja, mit Sicherheit habe ich das letztes Mal schon. Es kommt mir so bekannt vor, dass wir da schon mal drüber geredet haben. Es kommt mir so bekannt vor. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, beim Diamond Painting so ein bisschen ausgebrannt zu sein. Das muss ich mal sprechen, wenn wir die ganzen Wippers angucken, dann auch nochmal drüber. Und ich gucke gerade, ich plane nicht, aber ich überlege gerade tatsächlich, ob ich eine Auszeit auch vom Diamond Painting nehmen soll zwischen den Jahren. Das war aber jetzt zwischendrin nur so eine fixe Idee, ob ich sage, okay, ich mache. Mal gucken, wie es mir dann danach ist. Ja, zu sagen, okay, ich lasse jetzt wirklich mal die Finger weg von den Diamond Paintings, um für den Rest des Jahres. Und mach mal so eine Pause, bis ich eben halt so den Drive wiedergefunden habe. Oder den. Ja, also es ist nicht so, dass es mir. Es ist irgendwie. Ja, gerade ist es. So, wo ich sonst jeden Tag Steinchen setze, ist es im Moment jetzt gerade so, dass ich jetzt seit Tagen nicht, das ganze Wochenende nicht ein Steinchen gesetzt. Letzte Woche auch nicht, glaube ich. Also es ist gerade ein bisschen, fühlt sich einfach so ein bisschen die Luft raus gerade. Aber ich glaube, dass das einfach auch am Ende des Jahres, vor allem nach so einem Jahr, völlig in Ordnung ist. Und für mich ist es völlig in Ordnung. Und hätte ich diesen Kanal nicht, würde ich mir da, glaube ich, gar keine Gedanken drüber machen. Da würde ich mir überhaupt keine Gedanken drüber machen. Da würde ich, ja, aber da ich den Kanal habe, mache ich mir ein bisschen Gedanken drüber. Aber auch nur ein bisschen, weil ich glaube und hoffe, dass ihr ja wegen mir hier seid. Und wenn sich der Inhalt des Kanals von Zeit zu Zeit ein bisschen ändert oder andere Sachen dazukommen, dass ihr das möglicherweise auch mögt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, das ist so, dass ich mir da so ein bisschen die Erlaubnis gebe, einfach, dass sich Dinge auch ändern dürfen. Aber keine Angst. Ich denke, wenn ich so einen Schritt zurück mache und vielleicht auch zwischen den Jahren nicht oder auch einfach mal viel ohne Kamera pente, also tatsächlich auch eine Pause einlege, was jetzt nicht heißt, dass ihr da keinen Content kriegt zwischen den Jahren. Ich denke gerade dort trotzdem, sondern dass im Januar wahrscheinlich dann eine Pause sein wird, in der ich dann den nächsten Content produziere und jetzt für zwischen den Jahren ein bisschen vorproduziere. So, zumindest der Plan. Mal sehen, ob das so aufgeht. Dass da so ein bisschen, ja, Luft rein. Luft drin ist. So ein bisschen Luft drin. Warum habe ich mich eigentlich entschlossen, heute einzeln zu setzen? Jetzt gerade nervt es mich mehr, als dass es mich entspannt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es mich jetzt gerade eher ein bisschen nervt, weil dieses Bild sich super eignet, um bestimmte Bereiche mit Multiplacer zu machen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir gerade jetzt diese Fläche ausgesucht habe, statt die Sachen zu nehmen, die ich eh mit dem Einzelsetzer machen muss. Aber, wer weiß das schon? Wenn ich mich in meinem Kopf nicht auskenne, wer soll sich dann da auskennen, ne? Unfassbar. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich muss auch ganz dringend zum Friseur. Meine Haare sehen echt furchtbar aus im Moment. Weil ich. Keine Ahnung, warum ich nicht beim Friseur war. Ich weiß es nicht. Aber ich muss dringend zum Friseur. Weil ich eben auch ein paar Frontalvideos. Also.
Face-to-Face-Videos plane, zum Beispiel eben über Hörbücher wollte ich mit euch sprechen. Ich habe ein paar ganz tolle Fantasy-Hörbücher. Ihr wisst, über was ich alles mit euch sprechen wollte. Und das kriegen wir. Das kriege ich nur hin, also dass ich mich da auch wohlfühle, wenn meine Haare dann auch okay sind. Ansonsten kriegt ihr mich mit Mütze. Ja, auch kein schlechter Plan, oder? Mal schauen. Ach ja, das. Leben ist nicht, ist eins der schwersten, gell? Man hat es nicht, aber wie hat meine Mutter immer gesagt? Meine Oma, meine Mutter weiß ich gar nicht. Beide wahrscheinlich. Das Leben ist nicht einfach, aber einfach hat es einen, oder so? Nee. Das Leben ist nicht. Doch. Doch, glaub so. Ja. Oh, kennt ihr das, wenn ihr gerade was reden wollt und in dem Moment ist es aus eurem Kopf weg? Das habe ich momentan öfter. Das ist ganz gruselig. Das ist echt ganz gruselig. War das so? War dieser Spruch so? Das Leben. Irgendwie so. Irgendwie so. Ob es jetzt genau so war, wahrscheinlich nicht, aber. So oder so ähnlich war der Spruch. So oder so ähnlich. Boah, es ist echt dieselig draußen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Menschen in Skandinavien da ganz oben, wo es ist, jetzt fällt mir noch nicht mal das Land ein, wo das ist. Das ist monatelang dunkles Schweden, ne? Oder? Auf jeden Fall. Nee, Reykjavik. Nee. Lettland? Helft mir mal. Jetzt bin ich komplett raus. Jetzt habe ich gerade, oh Gott, quatscht die Tante hier gerade einen Stoß. Also da, wo es monatelang oder wochenlang, monatelang glaube ich tatsächlich, gar nicht hell wird. Boah, ey, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie deprimierend das ist. Ich meine, die machen es zu Hause dann gemütlich und haben viel Kerzen an und viel Lichter und so. Aber. Und jetzt schon schlimm, wenn es so früh dunkel wird, dass mein ganzer Körper auf, nee, jetzt arbeiten wir nicht mehr, es ist jetzt dunkel draußen, wir machen jetzt gar nichts mehr, fährt. Und auch jetzt, es ist draußen und es wird nicht richtig hell. Es ist gefühlt, es ist so durchdiesig graue Suppe, dass mein Organismus da auch gerade auf, nö, 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 ich will jetzt gar nichts machen, fährt. Und das geht ja irgendwie nicht. Aber so fühlt sich's gerade an. Furchtbar gruselig. Geht's euch auch so? Also, wie kommt ihr damit zurecht? Vielleicht habt ihr ja Tipps. Ja, also, ich nehme schon Vitamin B und so. Aber ja, es gibt da, glaube ich, auch so Sonnenlichtlampen. Die wären vielleicht auch ganz interessant gerade. Weil. Was mache ich für Töne? Das ist auch interessante Töne, macht die Frau. Leute. Leute, Leute, Leute. Heute ist nicht mein Tag. Das ist heute ein sehr, sehr langsamer und sehr träger Wochenstart. Aber dann ist das ja einfach so. Würde ich mal sagen. Und wir haben zwar jetzt keine Dreiviertelstunde voll, aber ich merke gerade, es ist gut. Es ist wirklich, ich komme gerade auch nicht so in den Whip-and-Chat-Mood. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig heute und allzu. Aber ja, ihr bekommt halt das, wie es mir gerade geht, in diesen Videos meistens. Und gerade so. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das darf so sein. Und ich denke, viele von uns geht das so bei dem Wetter im Moment. Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren, wie es für euch ist. Und vielleicht habt ihr ja, wie gesagt, den Trick, das Rezept, was man gegen diesen graue Suppe Winter Blues tun kann. Hat,
Blauer Himmel und kalt, alles gut. Das ist, bah, echt, ich sehe draußen nur grau. Und es ist so diesig und drückend und gleich ist gar kein Licht mehr da. Ihr seht es schon. Also meine Schreibtischlampe erleuchtet das hier jetzt gerade nur noch. Es ist hier richtig dunkel. Und wir haben jetzt 16:30 Uhr. Ja, es wird Zeit, dass ich dieses Video schneide und hochlade. Ich bin viel zu spät dran. Normalerweise nehme ich das immer so gerne sonntags auf. Und ach, ist das ein wirres Video. Mal gucken, wie ich es benenne. Ihr wisst es schon. Meine Lieben, also wenn du das erste Mal eingeschaltet hast, ja, manchmal geht das hier einfach so zu. Name ist Programm. Alle anderen, danke, dass ihr dran geblieben seid bis hierhin. Ihr seid die Besten. Wer bisher jetzt noch nicht abgeschaltet hat, der ist echt hart im Leben. Ich bedanke mich wirklich fürs Anschalten, Anschauen und fürs Abonnieren. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich ein bisschen aufmuntern wollt an diesem tristen Tag. Das würde mich sehr freuen. Und schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr so gegen dieses durchgehend Dunkle macht oder ob ihr sagt, komm, es ist halt, wie es ist. Ja, ab in die Kommentare damit. Und wer es noch nicht gemacht hat, darf natürlich gerne abonnieren, damit ihr kein Video hier mehr verpasst. Auch nicht die etwas unterhaltsameren. Meine Lieben, passt bitte gut auf dich auf. Bleib immer schön kreativ und vor allen Dingen immer super entspannt. Bis dann. See ya.